Hallo, ich bin Sebastian, der Gründer und Geschäftsführer von Halm. Wir machen Trinkhalme aus Glas. Das ist eine Alternative zu 3 Milliarden weggeworfenen Plastiktrinkhalmen jeden Tag. Ich war 2015 in Thailand im Urlaub mit ganz vielen Freunden und wir haben uns spontan entschlossen, einen Beach Cleanup zu machen und haben innerhalb von 2 Stunden ganz, ganz viel Plastik gesammelt, hatten so knapp 25, 150 Liter Säcke voll. Und jedes zweite Teil, was wir in der Hand hatten, war ein Plastiktrinkhalm. Und da haben wir uns alle gefragt, wie kann das sein? Und haben uns mal im Internet die Zahlen angeschaut und da sind wir darauf gekommen, dass 3 bis 6 Milliarden Stück pro Tag benutzt und eben auch weggeschmissen werden. Und es gab keine wirklichen Alternativen, vor allen Dingen nicht in der Gastronomie. Und wir sehen eben auch, dass wir mit einem kleinen Artikel wie dem Trinkhalm richtig, richtig viel verändern können. Ja? Wir haben innerhalb des letzten Jahres knapp 100 Millionen Plastiktrinkhalme eingespart, allein nur mit unserem Produkt. Und wir sind eine Firma von 4 Leuten. Als wir Halm gegründet haben, haben wir uns die Prämisse gegeben, ein Problem zu lösen. Das heißt für uns auch, dass wir in der gesamten Wertschöpfungskette keine neuen Probleme schaffen. Das heißt unter anderem, dass wir mit regenerativen Energien arbeiten, wie zum Beispiel, wenn wir die Halme backen. Die werden bei sehr hoher Temperatur gebacken. Das passiert unter anderem mit Solarenergie. Wir machen unseren gesamten Versand 100% plastikfrei. Halms Einfluss auf Großstädte wie zum Beispiel Berlin ist ganz klar, dass wir mit unserem Produkt direkt in die Gastro gehen. Das heißt, unser Produkt ist immer auf der Straße und wir konfrontieren damit jeden Gast, der in der Gastronomie ist und aus dem Glastrinkhalm trinkt, der wird das Thema nicht mehr los. Mittlerweile haben wir über 250 Gastronomiekunden, unter anderem Namen wie das Adlon, die Amano Bar und viele andere in Berlin und nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Großstädten und weltweit. Also wir haben auch Kunden in Afrika, in Bali, in Thailand. Ich hoffe mir von der Zukunft, dass prinzipiell wir alle verstehen, dass wir so nicht mit unserem Planeten weitermachen können. Und dass wir immer mehr Produkte designen, die von Anfang an nicht fehlerhaft designt werden. Das heißt, Produkte, die sofort nach der ersten Benutzung weggeschmissen werden. Das geht dann eben weiter, wenn man konsumiert, dass man Produkte kauft, wo man weiß, wie ist die Herkunft, wie werden die produziert, sind die fair produziert, sind die danach recycelbar. Das wären so meine Ansätze, um zu schauen, dass man eben weniger Impact auf unseren Planeten hat.